Wir rechnen hier ein kleines Beispiel zum Thema Nutz- und Leerkosten. Und zwar ist die Ausgangslage, dass eine zu 70% ausgelastete Kostenstelle eines Produktionsbetriebs fixe Kosten aufweist, und zwar in Höhe von 102.500 Euro. Und wir wollen jetzt hier ausrechnen, wir wollen zeigen, und zwar grafisch und rechnerisch, wie sich denn die Nutz- und die Leerkosten finden lassen. Rechnerisch ist das ziemlich straightforward. Hier unten haben Sie die Formeln, die ich Ihnen eben im Skript gezeigt habe. Und wenn wir in diese Formeln einsetzen, nämlich direkte Prozentzahlen, dann sehen wir, dass die Nutzkosten einfach 70% der gesamten Fixkosten sind und die Leerkosten einfach 30% der Fixkosten. Also 70% von 102.500 sind 71.750 und der Rest zu den 102.500 sind dann eben 30.750. Und grafisch können wir als Obergrenze die gesamten Fixkosten dann eben eintragen. Machen wir das mal ungefähr hier. Das sind dann die 102.500. Das ist die Obergrenze. Das soll eine Gerade sein. Rechts begrenzen wir die Grafik dann auf 100% Auslastung gemäß der horizontalen Achse. Das heißt, hier sagen wir mal, sind die 100%. Und wir sehen, wir haben hier oben so eine Art Schnittpunkt. Und die Nutzkosten verlaufen dann einfach als Gerade vom Ursprung bis zum Schnittpunkt der Fixkosten mit der 100%-Grenze. Das wäre dann hier so eine Gerade. Das sind eben die Nutzkosten. Kn hatten wir das genannt. Und Entschuldigung, die Leerkosten verlaufen genau andersrum. Sie fangen hier oben an und sinken dann bis auf 0 bei 100% Auslastung. Und die Gerade sieht dann ungefähr so aus. Das sind die Leerkosten. Wenn wir dann sagen, das hier wäre 70%, das ist natürlich alles nicht maßstabsgetreu, aber wenn Sie es mal selber maßstabsgetreu zeichnen, sehen Sie, dass das hinkommt mit den Zahlen. Wenn wir hier bei 70% hochgehen, dann können wir eben hier auf der Höhe abtragen, diese 71.750. Und wenn wir hier bei den Leerkosten von den 70% hochgehen, sehen wir eben, dass dann die 30.750 auf der vertikalen Achse abzulesen sind. Also hier ist der Schnittpunkt und hier oben werden die 100%, das sind die 102.500 Euro. Mehr gibt es hier nicht zu rechnen.